In der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom fand der Deutsche Hörfilmpreis zum 17. Mal statt. Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Wenn man Filme liebt, muss man sie nicht sehen. Ich befinde mich auf dem Deutschen Hörfilmpreis. Was es damit auf sich hat, das hören wir bzw. sehen wir jetzt. Die besten Filmbeschreibungen für blinde und sehbehinderte Menschen werden in den Kategorien TV, Kino, Dokumentation und Kinder-Jugendfilm ausgezeichnet. Anhand Sesamstraße zeige ich euch, wie sich das anhört. Axel lässt Eiweiß und Eigelb in eine Schüssel fallen. Er gießt Milch nach. Dann lässt Axel Honig in die Schüssel. Ernie und Bert waren natürlich dann auch zu Gast bei der festlichen Gala und erhielten gleich zweimal einen Preis. Den Preis in der Kategorie Kinder-Jugendfilm und den Publikumspreis. Jurypräsident Karl erklärt uns die Kunst des Audiodeskription. Der wichtigste Preis auf diesem Sektor, genau genommen der einzige in Deutschland, und der hat die Aufgabe, die erfüllt er auch, das Anliegen des Hörfilms öffentlich bekannt zu machen und auch zu zeigen, dass das eine Kunstform ist, Filmbeschreibungen so zu verfassen, dass sie in den Film reinpassen, in die Melodie des Films, in die Linie des Films, dass das eine stimmige Sache ist und rundherum ein Kunstgenuss bleibt, auch für blinde Menschen. Wie sehr freuen Sie sich denn auf diesen Abend heute? Na, der Deutsche Hörfilmpreis ist immer so das Schaufenster der Audiodeskription, die im letzten Jahr gemacht worden ist. Wir haben eine Rekordeinreichung gehabt von Audiodeskriptionen. Das ist ganz wunderbar. Und es wird auch spannend, weil es ist für mich auch so ein bisschen der Auftakt in 2019, die Aufgaben ein bisschen vorzustellen, die da vor uns stellen. Wir haben eine europarechtliche Richtlinie bekommen, die keinen Unterschied mehr zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern macht. Und wenn es uns gelingt, auf dieser Basis die Rundfunkstaatsverträge so weiterzuentwickeln, dass auch bei den Privatsendern und den Streamingdiensten künftig Audiodeskription ausgestrahlt wird, dann haben wir den nächsten Schritt gemacht. Steven Gätchen moderiert zum dritten Mal durch den Abend. Für mich war es leider leichter, einen Audio-Description-Film zu gucken, wenn ich die Augen geschlossen hatte. War es für dich genauso? Ja, ich glaube, dass man sich darauf einlassen muss. Du hast absolut recht. Ne? Also es ist am Anfang wirklich ein bisschen irritierend und vielleicht schwierig, weil du auf das gesprochene Wort natürlich hörst und darauf achtest, was in der Situation passiert. Und die Beschreibung ist natürlich neutral on top. Aber ich finde, das Spannende ist, wenn du da ganz genau zuhörst, beschreibt die Details und Dinge und vielleicht auch Stimmungen in den Farben, die mir gar nicht so unbedingt aufgefallen wären oder bewusst geworden wären. Und insofern ist die Kombination ganz spannend. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht total verhaspelt, wenn man, sag ich mal, alle Eindrücke auf sich wirken lässt. Und heute, an dem heutigen Abend, gibt es auch musikalische Begleitung von Tom Schilling. Freust du dich auch darauf? Ja, total. Ich bin ein riesen Tom Schilling-Fan. Ich habe ihn jetzt auch bei den Oscars getroffen. Werk ohne Autor war ja nominiert. Ich finde es total genial. Ich hätte es nicht gedacht. Und der Witz an der ganzen Sache ist, ich habe einen Ablauf gekriegt und da stand drin Tim Schilling. Und ich dachte, die haben sich bestimmt verschrieben. Und dann dachte ich so, nee, aber Tom singt doch nicht. Und dann habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass Tom auch singt. Und dachte so, ey, das ist, also wenn ich das mal ganz salopp sagen darf, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist ein genialer Schauspieler, den kann auch noch singen. Sieht gut aus, ist attraktiv, smart. Das nervt, aber ich freue mich trotzdem. Wunderschön gesagt. Und der Teufel scheißt auf den größten Haufen, habe ich noch nie gehört, aber wunderschön. Ja, also passt vielleicht auch in dem Zusammenhang ein bisschen. Ne? Vielen Dank, schön. Danke. Ja, ebenso, danke dir. Anastasia Samponidis. Glücksrezepte gibt es auch als Hörrezept. Einer deiner Lieblingsfilme, hast du den schon in Audio Descripted gehört? Also ich höre ganz viel, wenn ich walke. Also ich mache ja ganz viel zu Fuß. Ich lasse das Auto stehen, einkaufen, Erledigungen, selbst Freunde, wo ich 50 Minuten hinlaufen muss, dann laufe ich tatsächlich hin, ja, und dann höre ich immer ganz viel. Ich finde das wahnsinnig wichtig und ich finde Hörspiele interessant. Also man muss gar nicht eine Sehbehinderung haben, um im rein Auditiven was zu entdecken. Ich finde das sehr spannend, weil meine Bilder dann entstehen. Ne? Gibt es denn eine Version von deinen Rezepten als Audiodescription? Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie das nachbacken. Also es gibt tatsächlich mein erstes Buch als Hörbuch.
Und da kam dann halt die Anfrage, würdest du das gern machen lassen wollen? Und ich so, was heißt denn hier lassen? Ich komme vom Radio, ich moderiere, ich bin zwar keine Sprecherin und ich kann es bestimmt nicht perfekt, aber wenn jemand mein Buch einliest, dann ja wohl ich. Und dann hieß es so, das machen andere Prominente nicht. Ich so, Baby, entweder ich oder keiner, es ist mein Buch. Dann haben wir eine Probe gemacht und dann meinte der Regisseur, also ich höre dir gerne zu, man merkt halt, dass du das geschrieben hast. Ja, habe ich ja auch. Und dann habe ich es gemacht. Es war sehr anstrengend, aber es ist draußen. Die Rezepte sind als PDF angehängt, aber das ganze Buch kann man sich anhören. Und ich kriege eigentlich recht positives Feedback, dass es auch sehr unterhaltsam ist. Also es ist ja kein rein wissenschaftliches Buch. Muriel Baumeister ist erstaunt vom Hörfilmpreis. Mich hat es sehr geschult in meiner Achtsamkeit, eben nicht nur das Auge zu schärfen, sondern auch gerade als Schauspieler viele andere Sinne. Und ich finde es sehr, sehr aufregend. Also ich spreche auch und ich singe auch und ich erzähle auch, aber die Mischung dieser Audiodeskriptionen, das ist schon, also mir war das nicht so geläufig und ich bin sehr froh, dass ich das kennenlerne. Produzentin Alice Brauner gehört von Anfang an zur Jury. Also ich finde den Preis zunehmend wichtiger und wichtiger. Weißt du, weil wir alle in Zeiten leben, in denen wir keinen Film mehr wirklich aufmerksam schauen. Ständig sind wir mit Tablets oder Handys beschäftigt. Und wenn du dann eine Audiodeskription hast, die dir den Film beschreibt, dann kriegst du viel mehr mit, als wenn du ihn nur siehst. Insofern ist es für Nichtsehende, aber auch für sehende Menschen, ehrlich gesagt, ein zunehmend wichtiger Preis. Last but not least, Claudia Roth. Wir sind wieder beim Hörfilmpreis. Wie wichtig ist dieser Hörfilm? Ja, Sie sehen, es wird immer wichtiger. Es ist zu Recht ein gesellschaftliches Ereignis und es ist jedes Jahr bedeutender geworden für Berlin. Und Berlin ist der richtige Ort dafür zu zeigen, dass Filme zu genießen oder Fernsehproduktionen zu genießen nicht das Vorrecht nur sein kann von Menschen, die sehen, sondern alle müssen diese Zugänge haben. Und diese Sensibilität zu entwickeln, dass man Menschen, die eingeschränkt sind oder die nicht sehen, eben auch die Magie des Films eröffnet durch eine Audiodeskription. Das hat dieser Preis in den vergangenen Jahren wirklich nach vorne gebracht. Und wer es nicht glaubt, soll einfach sich mal zu Hause oder im Kino hinsetzen und soll sich eine Brille vor die Augen nehmen oder soll sich die Augen verschließen und dann versuchen zu begreifen, was auf der Leinwand oder auf dem Fernsehschirm passiert. Und weil das nicht zu begreifen ist, braucht es die Audiodeskription und die kann übrigens den sehenden Menschen auch viel mehr mitgeben und du kannst Filme ganz anders genießen, was du als Sehender schon automatisch ausblendest. Also ein wunderbarer Abend. Ja, ein wunderbarer Abend. Das war der 17. Hörfilmpreis. Vergangenen Donnerstag lud das Berliner Immobilienbetrieb In-Situ zur Vernissage Crossing Berlin Chengdu ein. Die Vernissage zeigt fotografische Arbeiten von Künstlern aus China und Berlin. Die Kuratorin der Ausstellung Ling Lu erzählt von den Künstlern und In-Situ. In-Situ eigentlich Usten heißt er an der Platz. Eine, weil sie machen ja Immobilien sozusagen an der Geschäfte hier. Da inzwischen ist jeder bekannt. Viele Chinesen kommen nach Europa, investieren an der im Immobilienbereich. Da sie auch gerade genau in diesem Objekt hier, da haben wir jetzt sehr viele Chinesen schon bereits gekauft. Ja. Und daher ist nur schon das Objekt, fehlt auch ein bisschen im Leben. Und daher Kunst, ja, weil sie wollen ja mehr auf dieses hochwertige Objekt. Natürlich Kunst gehört dazu. Ja. Ein Nebenkunst und ohne Kunst, genauso wie eine Suppe ohne Salz. Kam es denn zu der Zusammenstellung der verschiedenen Künstler? Nee, weil die Künstler hier, die wir hier ausstellen, kenne ich schon seit Jahren. Wie Sabine Wild, ich kenne sie auch durch ihre Arbeit hier 2013. 2014 war sie bereits auf meinem Programm. Genau. Dieses Jahr, sie fährt wieder mit mir nach Chengdu. Wir hatten im April eine Fotoausstellung. Sie ist auch beteiligt. Ebenso wie Mario Donninger. Ich kenne ihn auch sehr lang. Wir sind aus dem Auge verloren und dann sind wir wieder zusammengefunden und da haben wir gleich ein Projekt gemacht.
Für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, wir haben ja gemeinsam eine My Berlin Show gemacht und du bist ja aus Chengdu, deswegen die Verbindung, du bist aus Chengdu meets Berlin und deswegen all diese tolle Ausstellung. Ganz genau, deshalb war die Leute fragen mich, wieso Berlin und Chengdu nicht an der Frankfurt oder an der Shanghai? Sag, nein, ich bin in Chengdu aufgewachsen, ich lebe in Berlin seit auch knapp 30 Jahren. Für mich diese Doppelverbundenheit, zweifach von Heimweh. Deshalb ist immer mein Schwerpunkt, wie unser Titel der Ausstellung Großen Berlin Chengdu. Ja. Wie lange kann man hier die Ausstellung betrachten? Die Ausstellung läuft sehr lange, fast ein halbes Jahr. Das heißt, bis September ist immer für die Öffentliche an der zugänglich. Kann man jederzeit, solange diese Bürozeit ist, da kann man immer vorbeikommen und auch reinschauen. Man kann hier ein Bild erwerben, aber auch noch Immobilien, wenn man möchte. Genau, man kann sowohl Immobilien erwerben als auch Kunst erwerben. Genau. Doch, perfekt. Mehr braucht man nicht. Genau, was braucht man noch mehr? Genau. Vielen Dank. Bitte. Mir sind sofort Ihre Bilder aufgefallen und ich habe mir mal den eigenen Namen gegeben, Großstadt Dschungel. Kann es damit was auf sich haben? Genau, diese Bilder sind tatsächlich digitale Collagen, die sind in Hongkong entstanden und diese Motive kann man auf zweierlei Arten und Weisen interpretieren. Zum einen könnte man sich vorstellen, dass der Urwald sich die Großstadt zurückerobert. Also sozusagen ein dystopischer Science-Fiction, wobei man das ja auch positiv sehen könnte, dass die Natur die Stadt, den Stadtraum zurückerobert. Man könnte aber auch das ganz konkret dahingehend interpretieren, es gibt ja in vielen Megacities, auch in China vor allen Dingen, jetzt den Ansatz, dass man die Häuser vertikal bepflanzt, um die Luft zu verbessern. Und die Arbeit direkt ist, es ist mit Farbe und dann mit Collagen, sagen Sie, wie machen Sie das genau? Können Sie uns das verraten? Ja genau, das ist so, dass ich erstmal diese, natürlich die Stadtaufnahmen in Hongkong gemacht habe und dann habe ich mein Archiv nach Waldmotiven durchforstet und habe die dann collagenartig dazwischen gepackt und ganz viele Versuche gemacht. Es gibt also zig Varianten von diesen Bildern und dann habe ich geguckt, welches funktioniert für mich am besten. Es ist wunderschön und mit diesem Grün bringt so etwas gewisse Ruhe in diesem ganzen Bild. Tatsächlich, ja, das stimmt. Ich empfinde die Bilder, obwohl ja die Stadt sehr präsent ist und auch sehr was Flirrendes hat und was Unruhiges und auch was Fragmentarisiertes, was aufgelöstet, bringt das Grün tatsächlich so eine gewisse Entspannung hinein. Man sagt ja auch, dass die Farbe Grün beruhigt. Und Grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung. Und ich liebe diese Farbe und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bilder. Dankeschön. Über 6 Monate wird in den Räumlichkeiten von In Situ die Vernissage Crossing Berlin Chengdu zu sehen sein.